Finance Giants und bin verantwortlich für PR, Social Media und ja, zusammen mit den Bolkensteiner von uns. Und ja. Football, ja, von Tackle Football bis in Flag Football vereint eigentlich ja, Mannschaftssport mit unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen. Das ist genau das, was, sage ich mal, auch die Gesellschaft gut abbildet. Wir haben große, kleine, schlanke, stärkere und alles das zusammen vereint Football und bildet dann auch die Stärke des Teams, wo jeder seinen Beitrag leistet. Voraussetzung ist, wie gesagt, körperlich. Du möchtest dich bewegen, du möchtest in einem Team sein, du möchtest deinen Beitrag leisten. Körperliche Voraussetzungen sind jetzt gar nicht einmal so der große Benchmark. Wichtig ist einfach das Wollen, ja, das Hartarbeiten an sich, mit dem Team zusammen sich zu entwickeln, und das fängt meistens ja schon von der Jugend ab an, und wo du ganz normal mit motorischen beginnst, mit Hand-Ball-Koordinationen, und einfach, du entwickelst dich mit unserem Trainingsplan, mit unserem Training, ständig weiter, und das ist ja auch das Schöne, wenn man das sieht, wie sich dann die jungen Athleten über die Jahre hinweg weiterentwickeln, die sie ja dann hoffentlich bis Ende dann in der Kampfmannschaft dann siehst und dann bei einem Livestream oder dort die Talent als Giants präsentieren können. Im Verein aktiv als Spieler im Bereich Tackle Flag Football, im Bereich Cheerleading als Cheerleader. Wir haben das für Burschen und Mädchen im Programm. Aber wir haben natürlich darüber hinaus auch ehrenamtliche Helfer, die helfen wollen, die einfach dabei sein wollen, an der Sideline, beim Gameplay zum Aufbau, für Scoreboard, für verschiedenste Dinge. Also es ist für jeden viel möglich, hier mitzuwirken und Teil der Dalheim Grass Giants Family zu werden. Über unsere offiziellen Kanäle, per E-Mail, Telefon, vorbeikommen. Wir haben ja hier im ASK, Gott sei Dank, unser Office gleich, unser Büro, wo unsere Damen sitzen im Office, wo unsere Coaches sind, wo eigentlich der Dreh- und Angebot des Vereins ist. Das ist einfach kurz anrufen, E-Mail schreiben, entweder gleich direkt an den Nachwuchsleiter, an den Headcoach der jeweiligen Nachwuchs oder in Kampfmannschaft und da einfach dann sich einfach melden. Ja, die nächsten großen Ziele heute: Game Day gegen die Raiders. Wir versuchen natürlich eine Perfect Season zu haben. Vier Spiele bis jetzt haben wir gewonnen. Jetzt steht das fünfte Spiel an, was wir natürlich auch gewinnen wollen. Ziel ist immer Playoffs. Ja. Wenn die geht heimweg, dann muss der erste oder zweite werden in der Liga. Und dann natürlich ein Einzug in die Austrian Bowl. Das ist ein erklärtes Ziel heuer und sind auf einem guten Weg, und ich hoffe, es klappt am Ende.